Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Barkultur hier in der Lemon Lounge zu unserem nächsten Video, wie ihr zu Hause Cocktails nachmixen könnt. Wir haben schon 6 Videos mittlerweile online gestellt. Könnt ihr alle bei YouTube euch reinziehen oder eben geht ihr direkt auf unsere Homepage bzw. unsere Facebook-Seite, der Lemon Lounge Bremen-Seite. Und da findet ihr dann ja, im Folgenden noch alle weiteren Videos und die Verlinkung dazu. Ja, heute ist ein toller Drink dran, der aufgrund von Wünschen unserer Gäste zustande gekommen ist, zumindest das Video ist. Dafür drehen wir heute dafür den Mint Julep. Bevor es gleich losgeht, eben ein paar Erklärungen dazu. Julep kommt eigentlich aus dem Persischen. Das ist das Wort für Julap dort und da soll dieses Wort herkommen. Und es hat sehr viel mit der Cocktail-Historie zu tun. Als Rosenwasser ist es dann zu medizinischen Zwecken erstmal nach Europa gekommen und heute definieren wir aber eigentlich den Mint Julep, das ging dann noch mal ein paar Jahrhunderte weiter, als Südstaaten-Drink. Da hat man den gerne mal schon mit Rum gemixt, heute eher klassischerweise mit Whisky, also Südstaaten, da rede ich jetzt von Amerika natürlich. Und ja, stellt euch einfach vor, ihr sitzt da bei großer Hitze auf der Veranda und trinkt einen leckeren Mint Julep. Die Zutaten sind sehr, sehr einfach. Wir haben hier Whisky, wir haben Zucker, wir haben Minze. Wir brauchen dann auf jeden Fall noch Eis und ich nehme noch ein bisschen Soda. Wieso, zeige ich euch gleich. Und ja, gleich geht es auch schon los mit der Herstellungsmethode. Und ihr könnt das zu Hause nachmixen. Ihr könnt Fragen stellen, Anregungen bringen, auch Wünsche äußern, welche Drinks wir noch dran nehmen sollen. Jetzt kommt erstmal wieder eine Batterie von verschiedenen Drinks, die ihr euch schon gewünscht habt und welche, die uns sehr auch noch eingefallen sind. Ja, aber jetzt geht's los. Mint Julep. Wir fangen damit mal an. Auf jeden Fall brauchen wir als allererstes frische Minze und davon nicht zu knapp. Nun gibt es Leute, die sagen, komm, das reicht doch, wenn man das so ein bisschen hier reintut, den Whisky drauf gibt, das Ganze ein bisschen ziehen lässt und die Minze später wieder nimmt. Ist auch eine coole Idee. Dann habt ihr diesen Minzegeschmack auf jeden Fall im Whisky drin. Im normalen Betriebsablauf haben wir aber nicht die Zeit, hier 2-3 Minuten zu warten, bis so ein Mint-Julep mal durchgezogen ist. Entweder premixen wir das vor oder aber wir machen das à la minute mit dem Whisky und lassen die Minze hinterher drin. Ja, ich zeige euch mal, wie ich das meine. Also jetzt gießen wir 6 cl, mindestens 6 cl, 7 cl vielleicht auch an Bourbon dazu und auch 2 cl Zuckersirup. Da nehme ich gerne diesen fertigen Zuckersirup. Das ist wirklich nur Wasser und Zucker, habe ich schon in anderen Videos zur Stellung genommen. Aber natürlich könnt ihr euch das auch zu Hause selbst kochen. Schuss Soda, damit sich das Ganze besser auflöst. Ja, da könnte man jetzt hier so ein bisschen ätherische Öle aus den Minzeblättern rausdrücken. Und ja, was man dann bräuchte, ist halt Zeit. Kann man sich nehmen. Aber wie gesagt, im Betriebsablauf machen wir es eher so, dass wir die Stängel rauslassen. Noch mehr maddeln. Ja, Zeit kostet der Drink sowieso schon so ein bisschen, aber okay. Gut, den will auch manchmal Weile haben. Bei dem tut es nicht Not, dass es hier alles rausgenommen wird. Nehmen wir eine Portion zerstoßenes Eis dazu. Was auch im Nachhinein natürlich das Schmelzwasser abgibt, was dieser Drink dann auch braucht. Das werdet ihr merken, so vielleicht ein bisschen stark am Anfang für den einen oder anderen. So, jetzt mache ich das hier so schön mit der Hand. Ihr könnt auch so einen Strainer drüber tun. Schon mal fast fertig. Schön ist noch mal ein bisschen Eis aufzutürmen. Mal 1-2 Minzzweige zur Garnitur anzustecken. Natürlich irgendwie eine Trinkhilfe, die braucht ihr in dem Fall wirklich. Hier haben wir mal aus Glas. Und wenn ihr Lust habt, zerstäubt ihr ein bisschen Puderzucker oben drauf. Und dann habt ihr diesen wunderbaren Mint Julep. Ich weiß nicht, wie sieht man den am besten so fertig.
Trinken tut man den sehr, sehr, sehr langsam und zippt immer so einen Schluck. Der wächst natürlich nach, weil das Wasser schmilzt von dem Eis. Aber ja, ihr werdet das selber rausfinden. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare, schickt mir eine Mail oder eine SMS oder. Ihr kriegt das schon hin und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye.